Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2018-2. Besprechen möchte ich die Aufgabe 5 und bei der Aufgabe 5 geht es um eine elektrotechnische Aufgabe. Die Skizze, die beigestellt ist, werde ich ein kleines bisschen vereinfachen. Reduziert sieht die Skizze eben so aus, dass wir einen Anschlusspol haben, dass wir einen Verbraucher hier als Magnetspule gezeichnet vorfinden und dass die Magnetspule letztlich durch einen Vorwiderstand und eine Leuchte die Funktionsweise signalisiert bekommen soll. Ja, und das Ganze sieht dann eben tatsächlich so einfach nur aus. Wir müssen natürlich den Anschlusspunkt dort finden und hier vorne haben wir dann in der Aufgabenstellung gegeben ein U-Gesamt. Das sind hier 24 Volt. Ob das Gleichstrom ist oder Wechselstrom, spielt ja bei den ohmschen Verbrauchern keine Rolle. Das Einzige, was wir vielleicht uns dann noch angucken sollten, ist das, was gegeben ist. Dieser Vorwiderstand ist unbekannt. Also das RV ist unbekannt. Die Lampe muss uns auch irgendwo gegeben sein. Die Lampe hat ein Delta U oder ein U, wie man will, LU-Lampe von 2 Volt. Das musste ich eben aus dem Text mal herauslesen. Und wir müssen natürlich noch ein bisschen mehr wissen, dass die Stromaufnahme, also das Delta I für die Lampe 20 mA beträgt. Jo, das ist sehr schön. Die Magnetspule hat eine Leistung